Im Lieferumfang enthalten ist eine Wechselhülle High Capacity mit einer Kapazität von 180 BB. Eine vormontierte Granate mit der Standardhülle, welche 140 BB fasst. Und Ersatztensioner in zwei verschiedenen Härten. Die Begadi-Granate ist in vier verschiedenen Farben erhältlich. Diese sind grün, schwarz, rot und gelb. Jede Variante wird mit zwei Hüllen ausgeliefert. Jede Granate wird mit zwei verschiedenen Wechselhüllen ausgeliefert. Bevor Sie die Granate demontieren, vergewissern Sie sich, dass diese nicht unter Druck steht. Wenn Sie den Sicherungsstift gezogen haben, sollte der Auslösemechanismus unten bleiben. Dadurch wird angezeigt, dass die Granate nicht unter Druck steht. Lösen Sie nun die sechs Schrauben, welche die Hüllensegmente verbinden. Sie benötigen dazu einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Nach dem Entfernen der Schrauben können Sie die beiden Hüllensegmente auseinanderziehen. Hierzu wird etwas Kraft benötigt. Bei Bedarf können Sie mit einem spitzen Gegenstand nachhelfen. Achten Sie jedoch darauf, den Kunststoff nicht zu beschädigen. Zwischen den beiden Hüllensegmenten liegt der Gummitensioner, welcher die BB im Inneren hält. Achten Sie darauf, diesen nicht zu verlieren. Vergleich zwischen der High Capacity Hülle mit 180 BB und der Standardhülle mit 140 BB. Für das korrekte Montieren der Hüllensegmente verfügt der Druckbehälter über eine Aussparung, welche ein Verdrehen beim Zusammenbauen unterbindet. Achten Sie darauf, dass diese korrekt ineinander greifen. Legen Sie den Gummitensioner in die vorgesehene Aussparung. Nun können Sie das verbliebene Hüllensegment aufsetzen und kräftig zusammendrücken. Die sechs Verbindungsschrauben werden wieder eingedreht. Achten Sie beim Verschrauben darauf, dass kein größerer Spalt verbleibt und Sie die Schrauben nur handfest anziehen. Um die Granate betriebsbereit zu machen, müssen Sie diese mit Treibgas und Kugeln befüllen. Vor dem Befüllen vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsstift korrekt sitzt und den Auslösemechanismus in der unteren Position hält. Befüllen Sie die Granate mit geeignetem Treibgas. Das Einfüllventil befindet sich auf der Unterseite. Stellen Sie zum Befüllen die Granate auf den Kopf. Laden Sie nun 6 mm Rundkugeln in die markierte Einfüllöffnung. Richten Sie beim Befüllen immer die Öffnung weg vom Körper. Da sich der Gummitensioner zwischen den beiden Hüllensegmenten befindet, verbleiben nach dem Befüllen drei Kugeln, welche nicht festgehalten werden. Diese können dort verbleiben oder herausgeschüttelt werden. Jetzt ist die Granate für die Nutzung vorbereitet und gesichert. Um die Granate zu entsichern, ziehen Sie den Sicherungssplint vollständig heraus. Achten Sie beim Entsichern darauf, dass die Öffnung vom Körper wegzeigt. Wenn Sie den Sicherungsstift gezogen haben, sollte der Auslösemechanismus herausspringen. Dadurch wird angezeigt, dass die Granate unter Druck steht. Jetzt ist die Granate wurfbereit. Zur Wartung und Reinigung müssen wir die Granate demontieren. Bevor Sie starten, vergewissern Sie sich, dass die Granate nicht unter Druck steht. Wenn Sie den Sicherungsstift gezogen haben, sollte der Auslösemechanismus unten bleiben. Lösen Sie nun die sechs Schrauben, welche die Hüllensegmente verbinden. Nach dem Entfernen der Schrauben können Sie die beiden Hüllensegmente auseinanderziehen. Hierzu wird etwas Kraft benötigt. Zwischen den beiden Hüllensegmenten liegt der Gummitensioner, welcher die Kugeln im Inneren hält. Achten Sie darauf, diesen nicht zu verlieren. Sollte die Hülle Verunreinigungen aufweisen,
So können Sie diese im zerlegten Zustand mit Seifenwasser, einer Bürste und einem Tuch reinigen. Vor dem Montieren gut trocknen lassen. Das gleiche gilt für den Druckbehälter. Den Boden des Druckbehälters können Sie mit einem 8 mm Sechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Im Inneren ist jetzt der Auslösemechanismus zu sehen. Dieser ist nur gesteckt. Drücken Sie diesen nach unten heraus. Den oberen Deckel des Druckbehälters können Sie ebenfalls gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Im oberen Deckel befindet sich ein Radialwellendichtring schwarz und ein O-Ring 27 mm x 1,5 mm. Achten Sie darauf, dass die Metalloberfläche sowie die Gummiteile frei von Verunreinigungen und Beschädigungen sind und ausreichend Schmierung aufweisen. Zum Schmieren der Teile empfehlen wir ein Silikonfett. Im unteren Deckel des Druckbehälters befindet sich ein Radialwellendichtring, blau, und zwei O-Ringe 29,2 mm x 2 mm. Hier wiederholen Sie die Prozedur. Wenn die Dichtungen, wie hier am Beispiel zu sehen, Beschädigungen aufweisen, tauschen Sie diese aus. Reinigen Sie den Bereich gründlich vor dem Montieren der neuen Dichtung. Die Dichtungen erneut mit Silikonfett schmieren. Nach dem Kontrollieren, Reinigen und Schmieren aller Teile können Sie die Granate wieder zusammenbauen. Alle Gewinde nur handfest verschrauben, damit die Dichtungen nicht übermäßig gequetscht werden oder das Gewinde Schaden nimmt. Der Auslösemechanismus hat im oberen Bereich ebenfalls einen O-Ring mit 8 mm x 1 mm. Auch dieser sollte kontrolliert, gereinigt und geschmiert werden. Auf der Unterseite befindet sich eine Stahlkugel. Prüfen Sie, ob die Feder ausreichend Spannung hat und keine Verunreinigungen zu sehen sind. Die Auslassöffnung muss im offenen Bereich zu sehen sein. Für das korrekte Montieren der Hüllensegmente verfügt der Druckbehälter über eine Aussparung, welche ein Verdrehen beim Zusammenbauen unterbindet. Achten Sie darauf, dass diese Teile korrekt ineinander greifen. Den Gummitensioner gibt es in zwei verschiedenen Härten. Legen Sie den Tensioner in die vorgesehene Aussparung. Kontrollieren Sie diesen zuvor auf Verschleiß. Nun können Sie das verbliebene Hüllensegment aufsetzen und kräftig zusammendrücken. Die sechs Verbindungsschrauben werden wieder eingedreht. Achten Sie beim Verschrauben darauf, dass kein größerer Spalt verbleibt und Sie die Schrauben nur handfest anziehen. Drücken Sie den Auslösemechanismus nach unten und fixieren Sie diesen mit dem Sicherungsstift. Befüllen Sie die Granate mit einer kleinen Menge geeignetem Treibgas, um die Abdichtung zu prüfen.